Jo, da wären wir wieder. Ich habe dann doch einfach einen Zeitraffer gemacht am Ende der letzten Folge. Das heißt, wir haben jetzt schon die 50 Blei. Ich nehme allerdings nochmal ein wenig mehr Blei mit. So. Falls wir noch für was anderes brauchen. Also zum Beispiel eine Spitzhacke. Auch wenn eine Bleispitzhacke jetzt nicht so wirklich toll klingt. Aber mir wurde nahegelegt, mir die mal anzugucken. Also die verschiedenen Metalle und dann, wie gut die Spitzhacken damit sind. Weil jetzt die Zink-Spitzhacke hat ja auch genau den gleichen Wert wie Stahl, was ein bisschen komisch ist. Ja. Ardite, was ich jetzt gerade abbaue, hatten wir allerdings, glaube ich, schon. Wir können es nur noch nicht verarbeiten, weil wir brauchen dann ja die Dinger hier, richtig? Genau, so eine Ardite-Axt wäre super duper toll. Mining Power 15. Mal eben drei oder viermal so stark wie unsere jetzige. Aber 250, ne? Das ist nicht so wirklich toll. Kobalt ist nicht ganz so stark, kostet aber auch 250. Hier, Blei. Mining Power 5 ist schon mal eine Stufe stärker als Stahl, das ist gut. Und braucht auch nur 150, 150. Und wir brauchen die Dinger eh für die Rüstung. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wir das ohne Forschung einfach schmelzen können, weil es ist ja nur der Vorgang, dass man das in ein Container tut. Das ist ja kein Bauvorgang, wie es normalerweise ist. Ich teste das jetzt einfach mal ohne Forschung. Mal gucken, ob das auch irgendwie geht. Weil ich wollte ja vorher erstmal testen, wie viele. Oder überprüfen, wie viele grüne, roten Tränke wir haben. Ja, weil grün ist schon wieder hier, ne? Da fehlt schon fast ein Drittel. Das ist nicht so gut. Weep, weep, weep. Ja, wir sind zu Hause. Wir hören uns am piependen Roboter. So, was fehlt dir? Nix, nur Zeit. Ja. Wir könnten. Mach mal das da weg. Bau bitte noch zwei, drei Fabriken. Und jetzt nimmst du dir. Shift rechts. Achso, das ist so eine Kiste. Du nimmst jetzt bitte diese Kiste. Du sie dahin. Shift rechts, Shift links. Du brauchst Eisenzahnräder, Steinzahnräder und Eisenplatten. So. Du wirst beschränkt auf zwei. Du wirst weggenommen. Du. Oh ne, du kannst einfach umgenannt werden. Jetzt stellst du bitte nämlich auch grüne Tränke her. Und dann geht sich das hoffentlich besser auf. So. Das heißt, du hast jetzt die Provider-Chest nicht. Du brauchst jetzt nur noch eine Requester-Chest und du da unten brauchst Ärmchen. Ups. Nimmst raus, tust rein. Ist theoretisch alles gut. Okay. Du brauchst noch eine blaue Kiste. Mann, ich habe viel zu viele Transport-Bails. Wer braucht die? Brauchst du, ne? Hier. Schön. Hab da ein paar. So. Blaue Kiste da. Und ein Roboter, der wieder irgendwie eingefangen wurde. Da. Shift rechts, Shift links. Du nimmst jetzt gerne Fließbänder und Ärmchen. Und arbeitest dann auch. Okay. Dann müssen wir jetzt nur noch das Ding verbinden mit der Anlage da. Das können wir ruhig mit einem langsamen Ärmchen machen. Was? So. Weil es trifft am Ende eh auf das Fließband, wird dann da auf die linke Seite gelegt und das Fließband wird da wieder auf die linke Seite gelegt. Also ist vollkommen egal, wo was hinkommt. Gib mir das daher. Genau. Das sollte jetzt helfen. Sehr schön. Rote wahrscheinlich dann auch bald. Aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass es mit den blauen Tränken bald so einen kleinen Schwung gibt. Auch wenn ich wahrscheinlich noch mehr Ressourcen abbauen müsste. Und wir die ganzen hellblauen Forschungssachen abarbeiten können, ohne halt jedes Mal auf die Ressourcen gucken zu müssen. Das wäre echt schick. Es kostet nicht viel. Advanced Tree Farming, nee. Wie viele hellblaue Tränke haben wir jetzt? Hälfte. Die Hälfte, die wir bräuchten, um die besseren Waffen zu bauen. Es waren nur 50, ne? Wo sind die Waffen?
Da sind die Waffen. Was? Ich kann Military 3 erst bauen, wenn ich Laser habe und Raketen. Ja gut, dann erforsch Laser. Dann könnten wir theoretisch schon Lasertürme bauen. Praktisch wäre das wohl keine so gute Idee. Ich sollte jetzt allerdings, um die Quote zu erfüllen, wieder nach unten laufen und die roten Engines abholen. Oh, stopp, Chips. Liegen irgendwo grüne Chips rum? Da sind 10. Oh, du hast kein Plastik. Hier, nimm mal Plastik. Ich hole mal von unten ganz viel Plastik. Also wurden da keine roten Chips hergestellt? Und da keine roten Chips hergestellt wurden? Ja. Wurde auch hier nichts gemacht. Deswegen haben wir so wenig blaue Tränke. Roboter laden sich auf, okay. Das heißt, ich müsste eigentlich auch die Plastikkiste da unten mit anschließen. Aber das klappt einfach noch nicht. So, wie viel haben wir hier? 16 mögliche neue Roboter. Und wir brauchen. Das wird jetzt ewig dauern. Das wird jetzt 10 Minuten lang dauern, alleine diesen Auftrag hier abzuarbeiten. Ganz viel Plastik. Gut. Also Fuel Blocks liefern wir oben ab, damit unsere Steam Engines schön weiterlaufen. Plastik schmeißen wir jetzt alles in die Kiste für die roten Chips. Und dann müsste das Spielinventar auch wieder besser aussehen. Und dann führt jemand Kupferdraht. Du, bitteschön. Ein Stack hätte ich gerne so für den Privatgebrauch. Mist. Das ist absolut nicht gut. Ja, Kohle ist auch nicht gut. So. Wir wollten eigentlich die besseren Schmelzöfen bauen vor ein, zwei Folgen. Aber Roboter sind wichtiger als momentan mehr Eisen. Weil es soll erstmal alles schön reibungslos laufen. Danach mache ich mich daran, dass wir mehr Ressourcen reinbekommen, um mehr Fabriken zu bauen, um dann wieder mehr Ressourcen zu brauchen und so weiter. Hallo Jungs. Was? Achso, Steuerung. Steuerung und weg seid ihr. Ja, okay. Diese Bäume sind fleißig am Wachsen, ja. Ist deren Job. Machen sie gut. Warum ist hier so ein komischer Knick drin? Seht ihr das? Die da sind direkt am Ufer. Die da sind ein Feld weiter oben, aber ich kann davor nichts setzen. Bäume sind all doof. So, du. Komm her, gib mir das da. Das heißt, wenn ich dann in 5 bis 10 Minuten wieder Crafting-Platz frei habe, dann kann ich das mal alles zu Resin, zu Dingensbummens machen. Ne? Samen. Okay, nächster Schritt. Blei testen, ob es unerforscht eingeschmolzen werden kann. Wahrscheinlich nicht, aber Versuch macht klug. Nö, geht nicht. Geht alles nicht. Schade. Das heißt, Laser tickt gleich fertig. Dann gehe ich damit weiter. So, du bist fertig. Das heißt jetzt Blei mit 150. Ja. Ja, mach mal. Das Smog sieht immer noch gut aus. Tränke hinken jetzt die Roten hinterher. Ja, kann ich nicht ändern. Aber sobald wir unsere Roboterzahl so ungefähr verdoppelt oder dreifacht haben, wir hier die nächste Reihe Fabriken anfangen, sollte es sich besser aufgehen. Ja. Dann können wir einfach das Ding nochmal woanders auslagern oder das Ding woanders hin. Dann kommt da noch eine rote Trankfabrik hin. Das klappt schon soweit. Oh, Eisen, warte mal. Stahl, Stahl, Stahl. Wie viele sind schon fertig? 8 Stück sind schon fertig. Mach das mal ganz kurz auf Halt. Bau jetzt bitte schon mal die 8. Wow. Genau, bau das mal so. Warum auch immer du jetzt die roten. Haben wir rote Chips über? Nein. Werden sofort weiterverarbeitet.
Grüne Chips fehlen, grüne Chips fehlen. Eisenplatten fehlen. Nee, nur die Roboter, die es hinbringen, ne? Ja. Das ist nicht gut. Okay, jetzt stelle ich 8 Rotchips selber her. Danach kommen die ersten 5 Roboter. Dann geht das Ganze wieder ein Ticken schneller. Krampf, Krampf, Krampf. So, du warst für grüne Tränke. Die hellblauen verteile ich hier schon mal für später. Ting, ting. Dass ich ja dann schon mal anfangen können zu arbeiten, wenn ich mich denn dazu entscheide, da was zu machen. Genau, hieraus wollte ich dann eine Provider-Chest machen. Da, bitteschön. Können die Sachen endlich abgeholt werden. Hier sind überall schon ordentliche Kisten, ordentliche Kisten, ordentliche Kisten. Du noch nicht. Also brauchen wir noch nicht wirklich, aber für später schon mal ganz praktisch. Sonst wundert sich irgendein Giro in der Zukunft. Hey, warum kommen denn meine Kapazitoren nicht da unten an? Kennt man ja, ne? Stein. Stein ist ein guter Punkt. Eigentlich müsste ich ja eine Doppelmauer bauen, ne? Eine Dreifach- und Vierfachmauer. Tue ich nur nicht. Weil das so scheiße viel Platz ist, dass ich abdecken muss. So, lass mal da rein. Oh, und ich hätte gerne Stahl. So, so, so. Für Storage Chests. Wir hatten ja hier irgendwo unser Hauptlager gemacht, ne? Genau, da oben. Das sollte relativ mittig sein. Das ist unser Hauptlager, unser zukünftiges. Mach die mal kurz weg. Hauptlager ist wichtiger, unser Zeug. Dann kann ich da nämlich schon mal... Mist. Ach, hier ist das Krimskrams. Ja, tu mal Krimskrams anderes Zeug damit rein. Wobei, das bleibe halt ich mal lieber. So, wo bist du? Da bist du. Ist aber leider nicht im... Ist nicht im Einzugsgebiet der Roboter. Nimm... Überschreib das. Setz die Kiste dann doch mal lieber hier unten hin. Da... Da und da. So, kriegst jetzt ganz viel Stein. Ein Stack nehme ich zurück. Kriegst ganz viel Kohle. Ein Stack nehme ich zurück. Kriegst davon welche? Kriegst das eine Metallstreben-Ding da. Zinkplatten brauche ich auch nicht. So, dann müssen wir jetzt alles von hier oben holen. Da reinklatschen. Alles von da holen, was mein Inventar total zumüllt. So, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Voll. Okay. Weg. Ne, Muni behalte ich mal. Falls ich einen Turm nachfüllen muss. Oh, und Spielercraft hat ja nichts zu tun. Das geht mal gar nicht. Bauzeug. So, ausgemüllt. Ja. Und die Jungs holen sich jetzt da Sachen ab, was nicht ganz so toll ist, weil das länger dauert. Aber sei es drum. So, 6 Roboter. Zack. Gerade noch geschafft, die Quote zu erfüllen. Und Available Robots 0 von 32. Alle am Arbeiten. Krass, krass. Tränke sehen übrigens gut aus. Was mich wundert. Weil das Ding ja doch viele Tränke braucht. Aber wir kommen anscheinend... Oh, okay. Wenn denn alle 8 Labs gleichzeitig einmal Nom Nom machen, dann ist hier natürlich eine kleine Lücke. Aber die wird auch schnell wieder gefüllt. Ja, ist alles gut. Kann ich mir... Muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Stahl, Stahl, Stahl. Das heißt, jetzt. Jetzt kann ich mich... Kann ich mir irgendwo rote Chips mopsen? Nein. Jetzt kann ich die Roboter da zu Ende bauen. Und wenn die fertig sind, dann packe ich jetzt was in die Warteschlange. Was dann irgendwann gemacht werden muss. Egal wie lange das dauert. So, und ich habe jetzt eigentlich gar nichts zu tun. Ich warte jetzt nur darauf, dass das Player-Crafting fertig wird. Setz dann die Furnace da hinten beim Eisen hin, damit wir mehr Eisen bekommen. Und lass die Roboter frei. Das könnte ich hier, glaube ich, auch schon machen. Ja. Das sind übrigens schon die für nächste Folge. Für die Quote und so. Gib her. Gib her. Gib her. Ich baue jetzt eine Fabrik dafür. Ist mir jetzt zu albern. Ich habe schon Fabriken vorgebaut, ne? Ja, da.
baue jetzt eine Fabrik, die aus dem Rubber die Seeds macht. Und zwar mache ich das mit Legendenkiste.